Es ist die einzige Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und somit die einzige Möglichkeit, die Qualität von dem Gesamtsystem zum Anwender zu transportieren. Ein gutes Panel ist ein Panel, wenn es dem Anwender genau die Freiheiten und die Möglichkeit gibt, die er braucht, um die Applikation nach seinen Vorstellungen umzusetzen. Die Nutzerfreundlichkeit, die wir alle von unserem Smartphone tagtäglich gewohnt sind, ist ganz klar der Maßstab für das, was in der Industrie erwartet wird. Unsere neuen Unified Comfort Panels haben kapazitive Glasfronten mit Multitouch-Technologie, extrem gute Farben, hohe Kontraste, dadurch tolle Lesbarkeit des Displays und vor allem haben sie extrem viel Power. Die Entwicklungsteams arbeiten natürlich schon relativ lange dran, rauszufinden, was ist der nächste logische Schritt in der Evolution unserer Panels, aber vor allem auch, was ist eine Revolution. Und genau das machen wir jetzt, indem wir die Möglichkeit geben, Apps neben unsere eigenen Runtime zu installieren. Wo wir konkret komplett neue Wege gehen, ist, dass wir den Umstieg machen weg von pixelbasierten Grafiken hin zu komplett vektorbasierter Visualisierung. Das heißt, auch die Skalierung fällt deutlich leichter. Die neuen Geräte von 7 Zoll bis hoch 22 Zoll mit Full-HD-Auflösung. Seit dem Beginn des TIA-Portals hat Usability einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Engineering für uns. Denn häufig ist es ja so, dass der Anwender, der dort sitzt und was programmiert, der hat selbst ein konkretes Bild im Kopf, wie er etwas tun möchte, weil er weiß, dass das für seinen Anwender das Beste ist. Und um es genau so umzusetzen, diese Freiheit wollen wir ihm jetzt geben. Siemens. Ingenuity for life.